Hey Lieben und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Runde Storytime. Wir haben hier wieder unseren altbekannten Heiligen Gral und ich würde dich mal beten, unser nächstes Thema zu ziehen. Neue Gewohnheiten aus dem Auslandsjahr. Was ich mir angewöhnt habe, ist, mehr Komplimente zu geben. Same. Das ist schon mal schön. Ja, also ist es wie, ich glaube, wir wissen das alle, man geht in die Highschool und in diesen Monaten, in denen wir da waren, ist bestimmt mindestens eine Person zu uns gekommen und hat gesagt, oh, dein Outfit ist schön oder ja, so deine neue Frisur gefällt mir. Okay, das muss nicht immer ernst gemeint sein, aber ich finde schon diese Aufmerksamkeit, dass jemand zu dir geht, auch wenn du den gar nicht kennst. Also es waren ja teilweise echt wildfremde Leute und dass die dir dann so ein Kompliment geben. Ich finde, es hat schon so mir persönlich hat das so meinen Tag echt erleuchtet. Ja. Und ich finde, also dieses Gefühl, was man da hat, dachte ich so, wenn ich jetzt in Deutschland bin, so, ich sag in Deutschland, bevor ich ins Ausland gegangen bin, hat niemand zu mir gesagt, ja, gefällt mir oder so. Und jetzt habe ich mir das halt angewöhnt. Ich habe auch das Gefühl, so, wenn einer damit beginnt, so in der Schule, bei mir ist das jetzt so, dass irgendwie alle Leute geben mehr Komplimente. Ja, ich finde, klar, wenn man das so sich angewöhnt, dass man das auch hier so, es hört sich an wie so eine Petition starten, aber wenn wir das alle machen, ist vielleicht das auch irgendwann so, dass so viele Leute einfach so einen schöneren Tag haben. Aber auch generell Smalltalk, finde ich. Also das ist irgendwie vorher was, das fand ich immer richtig unangenehm, so Smalltalk zu halten. Aber so, immer wenn man im Ausland ja jemanden kennenlernt, dann fängt das ja meistens erstmal mit Smalltalk an. Mir fällt das jetzt viel leichter, so auf Leute zuzugehen und einfach über irgendwas mit denen zu sprechen. Also auch wenn es nur mit einem Kompliment anfängt, dann fragt man, woher hast du das? Und dann fängt man über irgendwas so Belangloses erstmal an zu reden und geht dann vielleicht so noch mehr aufeinander ein. Aber das ist was, was ich vorher irgendwie gar nicht so gemacht aber habe. Aber durch Corona ist das Ganze irgendwie wieder... Ja. Bei mir zum Beispiel. Ja. Ist jetzt ein bisschen random, aber habt ihr irgendwelche so Essgewohnheiten mitgenommen? Ja, ich mache mir seit dem Auslandsjahr eigentlich fast jeden Morgen Porridge. Also Ich habe angefangen, Kaffee zu trinken, weil ich Starbucks so mochte. Genau. Ich habe angefangen. Ich habe gesagt, jeder hat dort Kaffee getrunken, nicht zum Glück. Ich habe angefangen, Geschirr direkt nachdem ich esse zu waschen, obwohl wir eine Spülmaschine haben. Weil in England. Ich weiß nicht, also meine Gastmama war dann relativ streng mit, die waren dann immer so, okay, sobald irgendwas ist, ist man direkt auch, also die hatten da so, ich weiß nicht, wie man das nennt, so ein Geschirr-Ding, wo man das draufstellt, sondern nachher hat keine, also ein Abtropf. Ja, Abtropf-Dings. Und die waren und das musste dann auch immer von Abtropf-Dings abgetrocknet werden und direkt wieder also in die Schublade gesteckt werden. Und als ich zurückgekommen bin, ich habe alles, was wir in Geschirr hatten, obwohl Spülmaschine da war. Meine Eltern waren so, was machst du da eigentlich? Mittlerweile machst du nicht mehr ganz so viel, weil ich mich wieder so ein bisschen daheim eingewöhnt habe. Aber so, das habe ich auf jeden Fall viel mehr angefangen zu tun. So. Ich weiß, nach mir selbst aufzurollen. So, ich finde das ganz lustig und nämlich das Gleiche. Denn meine ganz große Familie in Amerika, die haben immer alles auch noch hingeschmissen. Und meistens saß dann leider meine Gastmama am Ende damit und musste dann noch bis... ungelogen 2 Uhr nachts noch alles alleine machen. Und deswegen habe ich meistens nach der Schule, habe ich dann meistens auch sehr viel gemacht und auch im Haushalt sehr viel mitgeholfen, weil meine Gastgeschwister meistens nichts gemacht haben, leider. Schon ein bisschen, aber nicht vergleichbar zu irgendwas, was meine Gastmutter gemacht hat. Sie war auch sowieso die helfende Hand in dem ganzen Haus, wenn es um irgendwelche Probleme geht, um irgendwelche... Wenn wir alle irgendwelche Sorgen hatten, wir sind immer alle so zu ihr hingekommen, aber niemand hat so mit ihr gesprochen. Das klingt jetzt vielleicht voll dramatisch, aber das ist mir halt so voll aufgefallen und ich habe halt so gelernt, dass man auch mal gucken sollte bei anderen Menschen, gerade bei Menschen, die einem sehr viel helfen. Und ich habe gelernt, dass es nicht immer alles selbstverständlich ist. Und deswegen, ich habe ja sehr viel geholfen, würde ich mal persönlich sagen. Aber ich habe, also das ist vielleicht jetzt ein bisschen egoistisch jetzt, aber ich habe gelernt, Bücher zu lesen. Ich habe es früher gehasst, Bücher zu lesen. Mhm. War ein anderes Topic jetzt, ne? Aber ich habe immer gedacht, wer liest denn Bücher eigentlich freiwillig? So, das war für mich eine Folter. Ich habe das durch die Schule gelernt, dass es voll was Schlimmes ist. Und ich habe dann irgendwann so angefangen, englische Bücher zu lesen. Und ich habe eigentlich gemerkt, okay, eigentlich voll interessant und das kann jetzt voll gut helfen. Und seitdem lese ich dann halt Bücher, seitdem ich in Amerika mit angefangen habe. Das ist so eine Kleinigkeit. In der Schule liest man halt so trockene Bücher. Ja, genau. Man muss man einfach Spaß die richtigen dann. Bücher lesen. Ja. Was ich mir auch angewöhnt habe, ist, ich habe das vorher schon häufig so mit YouTubern gemacht, aber ich gucke, seitdem ich in den USA war, auch häufiger Serien auf Englisch,
weil ich finde, dass die Charaktere teilweise komplett anders rüberkommen. Ich gucke alles aus. Ich habe das zum Beispiel jetzt auch, vielleicht guckt ihr Sex Education, da finde ich, kommen einige Charaktere ganz anders rüber mit den Originalstimmen aus. Das ist auch bei anderen Aber Sachen. Das ist auch immer die Atmosphäre. Oder also generell Skins die ganze ist auch ganz toll. Halt ich gucke nichts mehr auf Deutsch, was mich so nervt. Wenn ich Aber meine Freundin nervt das voll. Meine Freundin ist richtig abgefuckt, wenn ich sage, ich will auf Englisch nur gucken. Oh mein Gott, und ich habe angefangen, weil wenn ich es auf Deutsch gucke, mir dann zu überlegen, was die in dem Moment auf Englisch sagen. Aber ich kann es nicht abstellen. Oh mein Gott, bei mir auch. Das ist so stressig. Zwangsstörung. Vor allem, wenn das ein Wortwitz ist, wenn das so ein Wortwitz ist, ein Deutscher, dann kommt mein Gehirn nicht drum rum zu wissen, wie dieser Wortwitz auf Englisch war. Und dann muss ich, dann fühlt sich mein Gehirn gezwungen, minus 10 Sekunden zu gehen, dann unten auf Englisch und dann das nochmal anzugucken. Und, aber irgendwie ist das auch, irgendwie ist das halt immer so ein Aha-Moment und ich mach das dann so, ich sag mal, und mit meiner Netflix-Sendung und ich so, aha, dann gehst du wieder und mach wieder auf Deutsch und guck weiter. Und ich bin so froh, dass ich nicht so oft mit Leuten Netflix gucke, weil ich glaube, die würden alle denken, ich bin mental. Und so wirklich. Also wie ihr gesehen habt, haben wir mindestens alle eine Angewohnheit aus dem Ausland mitgebracht. Wir sind auf jeden Fall richtig gespannt, was ihr euch so angewöhnt habt. Schreibt es doch gerne in die Kommentare, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Abonniert, macht die Glocke an, ihr wisst Bescheid, guckt bei Instagram vorbei, schüleraustausch.net und wir freuen uns, bis zum nächsten Mal. Woo!